Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit weißer Schokolade als Brotaufstrich im Test. Wie spannend ist das denn? Die habe ich beim Einkaufen im Rewe entdeckt. Hier in einem großen Rewe-Center war das. Und ich dachte mir so, wow, weiße Schokolade. Gibt es noch andere Marken, die vielleicht weiße Schokolade als Brotaufstrich herstellen? Ich habe die tatsächlich, ich habe dann die Augen aufgehalten und geschaut und habe nur die entdeckt, sonst hätte ich gleich ein paar mehr gekauft, um das mal direkt zu vergleichen, weil weiße Schokolade als Brotaufstrich, wer hat noch nicht davon geträumt? Mal ganz ehrlich, wer hat noch nicht von weißer Nutella geträumt? Und schmeckt es vielleicht wie weiße Nutella und könnte es wie weiße Nutella schmecken? Es gibt ja richtig coole Aufstrichrezepte im Netz, fällt mir da mal gerade wieder ein. Ich komme schon hier ins Stottern, weil ich so aufgeregt bin wegen der weißen Schokolade. Und ich bin auch aufgeregt, weil der Toaster im Hintergrund schon läuft und jeden Augenblick macht es klack. Und dann ist das Toasti fertig und dann schmieren wir uns die weiße Schokolade aufs Brot. Was ich gerade erwähnen wollte, war natürlich die Aufstrich-Queen Vera, die auch schon mal so weiße Schokoladenaufstriche gezaubert hat. Und genau wenn ihr Name fällt, kommt der Toast hier hinten raus. Und ich bin gespannt, wie das hier schmeckt. 2,79 Euro habe ich dafür bezahlt. Es sind 2,5% weiße Schokolade drin. Das heißt Chocolate Symphony Nummer 3. Und ist von der Marke Brinkhaas. Heißen die Brinkhaas und die kommen aus Holland. Und aus Holland kommt ziemlich viel geiles Zeug. Ich weiß, das klingt jetzt schon wieder sehr missverständlich, aber ihr wisst, die Holländer und Süßigkeiten können die schon sehr gut, sehr kompromisslos. Und die machen einfach pervers geile Sachen in Holland, wie zum Beispiel Frikandel. Alles wird frittiert, alles ist lecker. Und die holländischen Soßen, Joppi-Soße, Holland ist auch ein Food-Porn-Land, finde ich. So, es ist nicht immer alles grün, was aus Holland kommt. Das würde ich nochmal dazu sagen. Hier haben wir jetzt ein... Ey, der riecht schon mal sensationell lecker. Hier haben wir einen Brotaufstrich mit weißer Schokolade aus Enschede. Enschede kommt der und ja, den schmier ich mir jetzt aufs Brot mit euch zusammen. So. Aber erstmal gehen wir hier mit dem Messer rein. Und was ich auch total praktisch finde, man könnte nochmal eine Alu-Schicht drüber machen, aber das wäre ja wieder Verpackungsmüll. Hat man hier mal konsequent drauf verzichtet, vielleicht auch ein Vorbild. Es ist zwar ganz witzig, diese Alufolie einzustechen, weil wenn die eh keinen Sinn macht, oben drüber lasst es ruhig weg. Weniger Müll ist immer besser. Keine Angst, ich ziehe mir das jetzt nicht in die Nase rein, das sieht zu bescheuert aus, ne? Was macht der Guru hier? Guru ist halt gut drauf. Ich schmier mir das jetzt auf das Toast hin. Das ist ja fest und nicht so cremig und schmierig, also nicht so ölig. Positiv fest, will ich mal hier erwähnen. Positiv feste Konsistenz. Jetzt wollen wir mal gucken. Das Toasti ist warm. Wie streichfest das ist. Es ist sehr schön streichfest. Man könnte jetzt meinen, ich schmiere mir hier Butter drauf. Ne? Das wäre vielleicht noch ein cooler Trick. Einfach mal hier die Butter gegen so einen Brotaufstrich mit weißer Schokolade austauschen im Glas und mal schauen, ob es derjenige schmeckt. Ich glaube, der wird es sehr schnell schmecken. Ich mache nochmal eine extra Ladung drauf. Das war zu wenig. Oder? Ja. Das war wirklich zu wenig. Und während ich hier die extra Ladung auf das Toasti verteile, lade ich euch ein zur richtig Großaufnahme. Weiße Schokolade. Hammer, oder? Schaut mal, so sieht das aus. Und ihr könnt ja auch die Festigkeit der Konsistenz erkennen. Ist wirklich sehr fest. Und so sieht es dann aus, wenn man es aufs Brötchen schmiert. Und das Toasti ist noch ein bisschen warm. Deswegen fängt es hier auch an schon zu glänzen. Und dadurch verteilt es sich sogar noch besser, ihr Lieben. Jetzt bin ich nur noch gespannt, wie es schmeckt. Und jetzt ist Zeit für den ersten Test. Wie schmeckt die weiße Nutella, beziehungsweise wie schmeckt hier die weiße Schokolade als Brotaufstrich? Hab mich im ersten Augenblick so ein bisschen an so eine Milchcreme erinnert, aber nicht so wie von Kindern hier im Hintergrund, sondern etwas mächtiger. Ja, wenn ich jetzt blind, wenn ich die mit Augen zu esse, ihr Lieben, und da war ein richtig schöner Schlag weiße Schokolade drauf. Dann schmeckt man es komplett raus, dass es sich hier um weiße Schokolade handelt.
Und das ist schon ziemlich geil. Schmeckt wirklich richtig geil. Wenn ihr auf weiße Schokolade steht, es schmeckt, als hätte man diese weiße Schokoladentafel, kennt ihr die? Diese von Nestle, diese White Chocolate. Als hätte man die eingeschmolzen und so ein bisschen jetzt aufs Brot gestrichen. Ich glaube, es würde auch so ähnlich schmecken. Der Brotaufstrich ist natürlich ein bisschen praktischer, weil der etwas streichzarter ist als eine eingeschmolzene weiche Schokolade. Und dadurch kommt man damit besser zurecht. Aber es ist richtig, richtig, richtig gut gelungen. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt ihr die weiße Schokolade, meine allererste weiße Schokolade, die ich mir überhaupt aufs Brot geschmiert habe. 9 Punkte! 10 Punkte kann ich noch nicht geben, weil ich noch keine Referenz habe zum Vergleich. Aber 9 Punkte für einen Einstieg ist schon ziemlich geil. Also ich bin sehr begeistert, ihr Lieben. 9 Punkte für die weiße Schokolade. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch andere weiße Brotaufstriche mit weißer Schokolade kennt, mache ich gerne nochmal einen Vergleichstest. Hätte ich auch Bock drauf, ihr Lieben. Bis bald!